Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und ich habe in letzter Zeit einige Nachrichten bekommen, dass ich doch mal ein Video dazu machen soll, wie man in Lumina 4 einen Moody-Look erstellen kann. Und ich dachte mir, naja, was soll's, dann machen wir das heute mal. Und deswegen geht's heute direkt wieder in Lumina 4. Wir werden heute an diesem Bild aus Island arbeiten, denn hier haben wir schon relativ wenig Farbe drin. Und das sind eigentlich so die perfekten Motive, wo man so einen Moody-Look am Ende anwenden kann. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. So, dann schauen wir doch mal rein. Wir sind in Lumina 4 und ich habe jetzt hier den Bearbeiten-Tab geöffnet. Bedeutet, ich kann jetzt direkt hier meine Tools und meine Filter anwenden. Und als erstes bin ich hier in dem Helligkeitsfilter drin. Dann ist es immer so die Grundbearbeitung, die man eigentlich macht. Das ist also der erste Filter, den man standardmäßig anwendet. Wie gesagt, dieses Foto hier ist schon mehr oder weniger moodyhaft, ja, also wir haben jetzt hier wirklich einen grauen Himmel, übrigens hier ein schöner Sensorfleck drauf, den müssen wir am Ende auch noch wegretuschieren, aber das soll jetzt erstmal nicht das Problem sein. Ich werde jetzt als erstes mal die Schatten hier aufhellen, ja, man muss immer aufpassen, wenn man hier mit einer RAW-Datei in Lumina arbeitet, dort werden die Schatten extrem schnell, extrem stark aufgehellt, muss ich wirklich sagen, also wenn man jetzt die Schatten mal wirklich auf 100 stellt, guckt mal, wie viele Details wir noch rausholen können. Ich würde sagen, es ist fast doppelt so stark wie in Lightroom irgendwie, so gefühlt zumindest. Aber naja, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Das würde ich nicht übertreiben. So, gleichzeitig kann man die Lichter noch ein bisschen runterdrehen. Minus 20 ungefähr. Nicht zu viel. Ich denke mal, hier der Dynamikumfang ist schon super. Wenn man jetzt sich hier das Histogramm anschaut, da stößt auch rechts und links jeweils hier nichts an. Gerade hier auf der rechten Seite haben wir noch relativ viel Platz. Sieht man auch hier unten nochmal, wenn man sich das Histogramm hier in der Gradationskurve anschaut. Falls du das übrigens nicht siehst, hier einmal auf erweiterte Einstellung klicken. Dann hat man hier auch die Gradationskurve drin und dann sieht man hier auch das Histogramm nochmal. Und da sieht man, dass man hier auf der rechten Seite sehr viel Platz hat. Bedeutet, wir haben relativ wenig wirklich helle Bildanteile drin. Das ist ja für so einen Moody-Look eigentlich auch perfekt. So, okay, also Lichter und Schatten haben wir jetzt schon mal eingestellt. Jetzt kann man gucken, ob man vielleicht insgesamt die Belichtung noch ein kleines bisschen nach oben bringt. Ja, so plus 0,2. Und den intelligenten Kontrast bringe ich mal auch noch ein Stück nach oben. So auf 17, 18. Das sieht für mich schon mal ganz gut aus. Jetzt kann man gucken, ob man die Farbtemperatur noch ein kleines bisschen nach unten bringt. Also so ein bisschen kühler das Ganze. Das ist natürlich jetzt von Bild zu Bild immer unterschiedlich, ne? Also je nachdem, zu welcher Tageszeit du so ein Bild aufnimmst, kann es halt auch hier in der Farbtemperatur ganz andere Werte geben. Dann würde ich als nächstes mal hier in die Gradationskurve direkt reingehen und ich stelle jetzt hier erstmal auf den RGB-Kanal quasi. Das heißt, wir arbeiten jetzt erstmal an den Helligkeitswerten. Wenn du dich mit der Gradationskurve noch nicht auskennst, dann empfehle ich dir ein Video, was ich auch erst vor kurzem gemacht habe, auch in Lumina 4, wo ich die Funktion der Gradationskurve genau erkläre. Also da schau auf jeden Fall mal rein, verlinke ich dir auch hier in der rechten oberen Ecke. So, hier werde ich dann als erstes mal die Schwarzwerte noch ein bisschen aufhellen. Und gleichzeitig hier wieder ein bisschen Kontrast reinbringen. Ja, falls du dich jetzt vielleicht fragst, wenn du schon Lumina-Kenner bist, ja, warum hältst du denn hier die Schwarzwerte auf? Da gibt es doch einen extra Filter für den sogenannten Matt-Filter. Ja, genau diesen Effekt will ich ja jetzt auch gerade hier erzielen. Das Problem ist, bei dem Matt-Filter habe ich natürlich wesentlich weniger Kontrolle. Ich habe jetzt hier in der Gradationskurve so viele Möglichkeiten, dass ich mir hier Punkte setzen kann, wo ich die einzelnen Farb- und vor allem die einzelnen Helligkeitswerte noch anpassen kann. Das habe ich halt in diesem Matt-Filter nicht. Da habe ich quasi diesen Regler, wie doll soll dieser Matt-Effekt sein, aber mehr halt auch nicht. Und in der Gradationskurve kann ich wirklich ganz präzise einstellen, wie ich das haben möchte. Vor allem kann ich auch noch Kontraste mit dazu bringen, was ich eine sehr schöne Möglichkeit finde. So, also die Schwarzwerte habe ich mal etwas nach oben gedreht und dafür in den Schatten das Ganze ein wenig abgedunkelt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht nehme ich jetzt hier die Weißwerte so ein bisschen nach unten, dafür die Highlights, also die Lichter, die bringe ich ein bisschen nach oben. Jetzt haben wir hier so eine schöne S-Kurve drin und das ist genau das, was ich haben wollte. Dann gehe ich als nächstes in den Structure-Filter mal rein. Ich will hier auf jeden Fall noch ein bisschen Struktur reinbringen in das Bild. Hier gerade so in den Felsen, da kann man gut mit Struktur arbeiten. Da werde ich die Struktur mal so auf plus 30 stellen. Da habe ich aber auch dafür noch hier unter Detailverbesserung weitere Möglichkeiten. Hier kann ich zum Beispiel die kleinen Details noch weiter herausbringen und auch die mittleren Details. Ja, gerade die mittleren Details machen hier eine ganze Menge aus
in dem Berg und im Vordergrund auf jeden Fall auch noch. Das gefällt mir gut, es ist schon fast ein bisschen viel, deswegen ich nehme das mal wieder ein Stück zurück. Man muss natürlich auch immer gucken, wie sich das auf den Rest des Bildes auswirkt. Also ich kann natürlich auch jederzeit hier mit einer Maske arbeiten, wenn ich das irgendwo wieder rausnehmen möchte. Ich werde jetzt mal einen Verlaufsfilter hier oder eine Verlaufsmaske mir erstellen und das Ganze mal hier so aufziehen. Also in dem Vordergrund möchte ich es haben, in dem Hintergrund bzw. in dem Himmel eher weniger. Und so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Perfekt. Dann drücke ich hier einmal auf Fertig. Und jetzt haben wir hier unsere Detailverbesserung schon drin. Ich würde als nächstes mal gucken, dass wir ein wenig an der Farbe arbeiten. Deswegen gehe ich jetzt hier auf den Farbfilter. Ich habe hier auch die erweiterten Einstellungen schon wieder offen. Wenn du das nur so siehst, dann klick hier einmal auf erweiterte Einstellungen. Dann kommen wir nämlich hier in die einzelnen Farbkanäle rein. Und diese Farbkanäle, da kann ich auf jeden Fall mal die Sättigung noch ein wenig nach unten drehen. Gerade hier so von den Rottönen, von den Grüntönen. Ja, auch die Türkistöne, die Blautöne. Nehme ich überall noch so ein bisschen Sättigung raus. Denn diese Farben sind eh nicht stark im Bild vorhanden. Ich brauche sie aber auch nicht wirklich. Ich möchte dieses Bild hier wirklich auf wenige Farben reduzieren. Also auf Grün, so ein bisschen dieses Gelbliche noch. Die Grüntöne, die kann ich sogar noch hier ein Stück weiter rüberziehen. Genauso die Gelbtöne, da kann ich auch den Farbton mal noch ein wenig weiter Richtung Orange ziehen. Und schon haben wir hier einen coolen Bildlook, wie ich finde. Die Orangewerte, da können wir das Ganze wieder so ein bisschen weiter Richtung Gelb ziehen. Perfekt. So gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Wir können auch hier insgesamt mit der Farbverschiebung noch so ein bisschen arbeiten, wenn uns das hier noch nicht so ganz gefällt. Also ein kleines bisschen ziehe ich die, glaube ich, weiter nach rechts, dass wir wieder so ein bisschen Richtung Grün gehen. Ja, vielleicht packen wir sie mal auf 5 oder 6. Ja, so gefällt es mir gut. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt unseren Farblook hier auf jeden Fall schon mal. Zumindest teilweise. Ich werde auf jeden Fall nochmal in die Helligkeit hier reingehen, in die Gradationskurve rein. Und hier werde ich auf den Blaukanal gehen. Denn ich möchte hier die Blauwerte in den Schatten noch etwas anheben. In den hellen Bildbereichen nehme ich es eher ein bisschen raus. Und dafür kommt dann hier also ein wärmerer Farbton noch mit rein. Also ein kleines bisschen Cross-Processing nennt man das. Und dadurch nehmen wir hier auch noch mal so ein bisschen Farbe raus, was mir echt gut gefällt. So, das ist gut. Dann gehen wir als nächstes weiter runter und bauen uns noch eine Vignette ins Bild. Da werde ich die Stärke mal auf minus 50 stellen. Ja, das gefällt mir gut. Und als nächstes gehen wir in den Professional-Ordner, denn hier gibt es noch die Teiltonung. Hier möchte ich auf jeden Fall die Schatten noch ein bisschen einfärben. Habe ich ja gerade eben mit der Gradationskurve schon so ein bisschen gemacht. Das kann man hier noch so ein bisschen weiter verfeinern. Und auch hier möchte ich die Schatten also so ein bisschen blau färben, türkis. Mit der Sättigung kann ich das Ganze einstellen, wie doll das dann sein soll. Und die Lichter möchte ich auch noch ein bisschen einfärben. Die werden allerdings dann ein bisschen wärmer gemacht. Perfekt. Das gefällt mir auch richtig gut. Dann werde ich hier mal in den erweiterten Kontrast noch reingehen, denn ja, ihr kennt es ja schon, wenn ihr mich verfolgt, die Mitteltöne, Kontraste, die müssen bei mir unbedingt immer drin sein. Und auch hier in den Schatten, finde ich, kann man das Ganze noch ein bisschen hochbringen und dafür die Schattenbalance dann noch so ein bisschen wieder nach rechts drehen. Das bedeutet, dass wir hier also die Schatten ein bisschen dunkler machen. Sehr gut. Wir könnten natürlich auch noch gucken, hier, um das Ganze noch ein bisschen moodyhafter zu machen, sage ich mal, den Kontrast auch in den Lichtern noch ein bisschen nach oben drehen. Dadurch werden diese Lichter auch noch mal ein bisschen abgedunkelt. Auch das gefällt mir gut. Und dann gehen wir als nächstes mal hier in den Kreativordner rein, denn hier haben wir ja den angesprochenen Matt-Look noch. Ich habe das ja vorhin mit der Gradationskurve schon so ein bisschen gemacht. Man kann es mit dem Matt-Look natürlich noch so ein bisschen verstärken, damit du auch noch mal siehst, was hier passiert. Also hier werden wirklich einfach die Schwarztöne angehoben, aber man hat eben nur diesen Regler Stärke. Man kann das Ganze natürlich hier noch ein bisschen verfeinern, aber grundsätzlich bin ich eher ein Freund davon, das in der Gradationskurve zu machen, weil man da einfach mehr Kontrolle hat. Ein bisschen verblassen kann auch noch mit rein. Ja, und das gefällt mir doch eigentlich schon ganz gut. So, die Lebendigkeit. Ja, können wir nochmal gucken. Die bringe ich mal auf minus 25. Das sieht gut aus. Und als nächstes
möchte ich noch ein bisschen Leuchten mit reinbringen. Das packe ich mal so auf plus 5. Ja, du siehst jetzt auch hier, also da wird das Bild halt weich gezeichnet und es wird heller. Deswegen packe ich das hier auch mal nur auf eine Stärke von 5. Dadurch haben wir einen sehr schwachen Effekt, aber der Effekt ist super. Und ein kleines bisschen Filmkorn will ich auch noch mit reingeben. Also diese Moody Looks, die haben ja meistens noch so ein bisschen Grain mit dabei. Das gefällt mir auch echt gut hier, gerade in so einem Bild sieht das echt gut aus. Und zu guter Letzt, ja, wir packen jetzt hier echt viele Filter mit rein, aber so ein bisschen Nebel kann auch noch dazu. Macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen moodyhafter. So, eine letzte Sache, dafür gehe ich nochmal in den Professional Ordner rein. Hier gibt es nämlich noch Farbverbesserungen und unter Farbverbesserung gibt es den sogenannten Farbkontrast. Und wenn ich den mal nach oben drehe, dann schau mal gerade hier so auf diesen Bereich, da wird nochmal ordentlich Farbkontrast mit dazu gegeben, was ich immer sehr, sehr schön finde. Der Farbkontrast gefällt mir schon mal gut und jetzt kann ich im Nachgang hier noch den Farbton einstellen, was auch sehr, sehr schön ist. Also da kann ich quasi einstellen, welcher Farbbereich diesen Farbkontrast überhaupt bekommen soll. Und dadurch, dass wir hier natürlich gerade den Bereich so ein bisschen aufpeppen wollen, müssen wir den Farbton natürlich darauf einstellen. Also das ist ja hier so ein Orange-Gelb. Deswegen stellen wir den Farbton hier auch mal auf Orange-Gelb. Und da soll dieser Farbkontrast stattfinden mit einer Stärke von ungefähr 35%. Sehr gut. Das gefällt mir soweit schon echt gut. Ich möchte eine weitere Ebene noch mit dazufügen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf das Ebenensymbol, hier auf das Plus. Und ich möchte eine neue Bearbeitungsebene einfügen. Und da möchte ich nur einen einzigen Filter anklicken, nämlich unter Wesentliches die Schwarz-Weiß-Umwandlung. Und das Ganze möchte ich jetzt einmal in Schwarz-Weiß konvertieren, dieses Bild. Und natürlich bleibt es nicht so, sondern wir gehen jetzt hier wieder auf die Ebenenansicht. Jetzt kann ich hier theoretisch erstmal nur die Anzahl der Feineinstellungen nochmal rein- oder rausdrehen. Das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte eine Deckkraft haben für diese Ebene. Wenn ich aber die Deckkraft einstellen möchte, dann muss ich diese Bearbeitungsebene einmal rastern. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Daraus wird jetzt eine Pixel-Ebene quasi gemacht. Und dann kann ich im Endeffekt das Ganze dann auch entsprechend von der Deckkraft einstellen. Und ich kann auch hier den Mischmodus benutzen. Und jeder, der mal Calvin Hollywood geguckt hat, früher zumindest, der kennt diese Methode wahrscheinlich, um nochmal Kontrast aufzubauen und gleichzeitig so ein bisschen Farbsättigung rauszunehmen, eine Schwarz-Weiß-Ebene erstellen und das Ganze in den Mischmodus weiches Licht packen. Dadurch bauen wir extrem Kontrast auf und gleichzeitig ziehen wir auch nochmal so ein bisschen Farbe aus dem Bild heraus. Und genau das möchte ich hier an dieser Stelle machen. Das Problem ist nur, ich brauche halt, wie gesagt, den Deckkraftregler hier mit dazu. Als erstes also den Mischmodus hier mal auf weiches Licht stellen. Dann siehst du, wie das Ganze jetzt hier verrechnet wird. Und natürlich ist es viel zu viel Kontrast. Deswegen jetzt hier, wie gesagt, die Deckkraft des Bildes mal so auf 40% ungefähr. Vielleicht auch nur 35. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt wollen wir im letzten Schritt noch den Sensorfleck entfernen. Das kann ich auch ganz einfach tun, indem ich hier oben mal auf die Arbeitsfläche gehe und dann radieren sage. Und dann öffnet sich hier ein neues Fenster, wo wir dann entsprechend diesen Sensorfleck ganz einfach entfernen können. Da hat man zwei Möglichkeiten, einmal den Radierer, einmal Klonen und Stempeln. Klonen und Stempeln kennst du vielleicht aus Photoshop, wenn du damit arbeitest. Da hast du quasi eine Quelle, die du dir aussuchst und dann kannst du damit über die kaputten Pixel rübergehen. Und bei dem Radieren ist es einfach so, dass ich jetzt hier einen Pinsel habe. Da klicke ich einmal auf Hinzufügen und dann male ich einfach über diese Stelle drüber, die ich korrigiert haben möchte. Und Lumina wird dann automatisch sich Pixel suchen als Quelle, die dann entsprechend darüber kopiert werden. Da klicke ich hier einmal auf Radieren und dann wird das Ganze einmal kurz berechnet. Und du wirst sehen, gerade bei so einer Fläche wie jetzt hier ist es relativ einfach und schon ist dieser Sensorfleck entfernt. Dann klicke ich hier einmal auf Fertig. Und dann zeige ich dir hier nochmal das Vorher-Nachher. Bedeutet also, wir haben jetzt hier aus diesem Bild einen richtig schönen Moody-Look erstellt, wie ich finde. Das ist natürlich von Bild zu Bild immer ein bisschen anders. Ja, also man kann jetzt nicht diese Einstellung, die ich getroffen habe, 1:1 auf jedes andere Bild übernehmen, sondern da muss man natürlich immer so ein bisschen Anpassung treffen. Das war das Vorherbild, das ist das Nachherbild. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Ja, und man kann es natürlich entsprechend auch abändern. Man kann die Farbwerte vielleicht noch ein bisschen anpassen. Wenn du es eher ein bisschen wärmer haben möchtest, dann kannst du das ja auch ganz einfach so machen. Und ja, ich denke mal, so kann man einen coolen Moody-Look hier schon mal erstellen.
So bearbeite ich also meine Fotos in Luminar, wenn ich einen Moody-Look erzeugen möchte. Natürlich ist das von Bild zu Bild immer ein bisschen angepasst, je nachdem, wie das Ganze fotografiert wurde. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du weiter in Luminar einsteigen möchtest, dann kannst du auf meinem Online-Store dazu auch einen kompletten Videokurs finden. Ansonsten, falls du Luminar noch gar nicht hast, kannst du auch unten in der Videobeschreibung mal gucken. Dort gibt es entsprechend einen Link zu einer 30-Tage-Testversion und auch einen 10-Euro-Rabatt-Gutschein. Wenn du weitere Videovorschläge hast, dann poste sie gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.